Hallo. Ja, ich habe jetzt eine neue Serie angefangen und zwar Patricia Teaches the Truth. Und zwar die göttliche Wahrheit. Und in der heutigen Episode möchte ich euch ein bisschen was davon erzählen, welcher Mindfuck mich tatsächlich noch so viel von meinem Leben gekostet hat. Also ich liebe meinen Sohn über alles. Der ist jetzt 18 Jahre alt geworden. Und ich war wirklich eine absolut hingebungsvolle Mutter. Ich war immer für ihn da. Ich war alleinerziehend die meiste Zeit. Und er war einfach Number One in meinem Leben. Und da sollte man meinen, ja, was ist denn daran so schlimm? Das ist ja super, das ist ja toll. Ja, es ist toll. Nur es ist nicht toll, dass es die ausschließliche Number One in meinem Leben war. Dass ich mir nicht erlaubt habe, mich zu freuen, dass ich nicht mehr gefeiert habe, dass ich zwar gereist bin, aber das alles nur irgendwo mehr eine Mühe war, alles zu organisieren, alles zu machen und die Freude kompletterweise auf der Strecke geblieben ist. Und welcher Mindfuck hat mich da dazu gebracht? Ja, meine Mutter war Alkoholikerin und bei uns war Chaos. Wir waren 5 Kinder zu Hause und meine Eltern haben das überhaupt nicht handeln können. Sie haben viel gefeiert, auch noch, dennoch, manchmal mitten in der Nacht sind wir aus dem Schlaf gerissen worden mit mega lauter Musik und es war denen egal, dass wir am nächsten Tag in die Schule gehen mussten und ob sie Frühstück gemacht haben am nächsten Morgen oder ob wir die Hausaufgaben gemacht hatten, was auch immer. Plötzlich waren wir Kinder komplett abgeschrieben, wenn es dann ans Feiern ging und ans Party machen ging, waren da 5 Kinder einfach auf sich alleine gestellt. Ja, und das war etwas, wo mir den Glaubenssatz und die Überzeugung gemacht hat, eine gute Mutter feiert nicht. Gute Mutter gibt kein Gas, eine gute Mutter sorgt sich immer für ihr Kind. Eine gute Mutter ist jeden Morgen fit und parat, macht jeden Morgen Frühstück. Eine gute Mutter sorgt sich und ist immer da. Ja, das waren meine Überzeugungen und meine Glaubensmuster, die mir jegliche Freude, während mein Sohn klein war, und ich muss sagen, klein war tatsächlich irgendwie bis vor kurzem, ja, bis Anfang des Jahres war mein Sohn klein. Und ja, jetzt retrospektive sehe ich natürlich, was dort abgelaufen ist, weil ich da nie reingeschaut habe. Das war für mich Standard. Das war klar, eine gute Mutter ist so und so und so und macht so und so nicht. Aber dass man da alles irgendwo balancieren, organisieren darf, dass es wichtig ist, Spaß zu haben, dass es wichtig ist, sich Dinge zu erlauben, dass es wichtig ist, frei zu sein, dass es wichtig ist, sich zu öffnen, dass es wichtig ist, zu vertrauen, dass es wichtig ist, an Lösungen zu glauben, dass es wichtig ist, eben an diese göttliche Führung angebunden zu sein. Ja, das wusste ich eigentlich, aber es war mir nicht bewusst. Es war mir einfach nicht bewusst, was da in meinem Untergrund die Kontrolle hatte über mein Leben und was da in meinem Untergrund mir das Gefängnis gebaut hat. Und aus diesem Gefängnis heraus habe ich natürlich auch noch alle anderen Menschen beurteilt, alle anderen Mütter beurteilt, abgeurteilt. Ja, das wollte ich heute erzählen in Patricia Tells the Truth. Es ist wichtig, dass wir mal darüber reden, was in uns abgeht. Es ist so wichtig, weil es geht in uns allen dasselbe, das Ähnliche ab und wir sind alle von den gleichen gesellschaftlichen Mustern geprägt und die Dinge, die uns wichtig sind, die Werte, die uns wichtig sind, die dürfen wir verfolgen, die dürfen wir hochheben, aber wir dürfen auch gleichzeitig die anderen Werte, die für uns als göttliches Wesen wichtig sein dürfen, an die Oberfläche bringen, ihnen Raum gewähren und nach ihnen streben.
Ja, das wollte ich in dieser Episode mit euch teilen. Für alle die, die jetzt noch kleine Kinder haben, einfach nur wirklich die Message. Du bist eine wunderbare Mutter, wenn es dir gut geht. Du bist eine wunderbare Mutter, wenn du für dein Kind, für deine Kinder immer da bist, für sie sorgst. Aber du musst es nicht immer persönlich tun. Es darf jemand anders einspringen. Es darf jemand anders dein Kind lieben. Es darf jemand anders dein Kind versorgen, wenn du mal nicht da bist. Du darfst mal nicht da sein. Du darfst dich mal um dich selbst kümmern. Und die Welt gerät nicht aus den Fugen. Es passiert nichts Schlimmes. Und das sind auch diese ganzen Glaubenssätze, die ich hatte, die mich wirklich zu einer Übermutter gemacht haben. Mein Sohn hat es geliebt. Absolut. Aber von mir persönlich, Patricia, ist eben nur ein ganz, ganz kleines Stückchen übrig geblieben in diesen, sage ich mal, tatsächlich 17 Jahren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis ganz, ganz bald und schaut mal vorbei bei mir auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Gibt's ganz, ganz tolle Angebote, ganz, ganz tolle, tolle Coaching-Kurse. Es gibt Divine Healing, es gibt Tools, es gibt den Online-Kongress Heilung in der neuen Zeit im September und es gibt vor allem das neue Programm Divine Money, das dir deinen Money-Denkansatz so dreht und Geld ist Freiheit und auch eine Mutter darf in absolut hundertprozentiger Freiheit leben. Wir sind hier, um frei, fröhlich und glücklich zu sein. Und aus diesem Grund, schau es dir an, Divine Money, die letzten 2 Monate von diesem Jahr mit uns mitreisen zum super Sonder-Spezialpreis, Gutes im Wert von 2067 Euro. Ich freue mich riesig auf jeden Einzelnen. Ich wünsche euch so einen wunderbaren Tag. Bye, bye.